Mit dem Filmora Pro Video Editor werden erweiterte Effektbearbeitungen und animierte Grafiken leicht gemacht. Diese Reihe von Tutorials zeigt dir, wie du mit Filmora Pro ein Video von Anfang bis Ende bearbeiten kannst. Hallo alle zusammen, ich heiße Niki und in diesem Tutorial zeige ich dir die Filmora Pro Projekteinstellungen. Wir werden uns mit Vorlagen, Timecodes, Auflösungen, Bildrate und Audio vertraut machen. Das sind ein paar technische Einstellungen, die wir kennen müssen, wenn wir mit Mediendateien arbeiten wollen. In diesem Video besprechen wir, was sie sind und welchen Einfluss sie auf deine Videoprojekte haben. Es gibt drei Wege, ein neues Projekt mit Filmora Pro zu erstellen. Du kannst die Option Neues Projekt erstellen wählen oder im Startbildschirm zur Symbolleiste gehen und auf Datei neu klicken oder du drückst einfach die Tastenkürzel STRG plus N auf Windows oder die Befehlstaste plus N auf dem Mac. Wenn du ein neues Projekt erstellst, während du bereits an einem anderen Projekt arbeitest, wirst du gefragt, ob du das aktuelle Projekt speichern möchtest, bevor Filmora Pro ein neues erstellt. Wenn du ein neues Projekt erstellst, wirst du zum Bearbeitungsbildschirm geleitet. Eines der ersten Dinge, die du tun solltest, ist, zu deinen Projekteinstellungen zu gehen, indem du auf dieser Leiste hier oben auf Datei Projekteinstellungen klickst. Hier kannst du die Einstellungen für deine Bearbeitung wählen. Je nachdem, an was für eine Art von Projekt du arbeitest, wirst du vielleicht für deine Bearbeitung verschiedene Einstellungen auswählen wollen. Beispielsweise hat ein Video, das für Instagram gedacht ist, eine andere Auflösungseinstellung als ein Video, das für 4K-TV zum Beispiel gedacht ist. Du siehst hier oben zwei Registerkarten, die du in diesem Fenster auswählen kannst. Editor und Rendern. Beginnen wir mit der ersten Registerkarte. Hier kannst du zwischen zwei Vorlagen wählen. Dies sind fertige Einstellungskombinationen für verschiedene Verwendungen. In den meisten Fällen ist das Auswählen einer dieser Voreinstellungen alles, was man für ein Projekt braucht. Heute werden wir uns allerdings allen Einstellungen widmen. Die Dauer deines Projektes kannst du hier einstellen. Diese ist standardmäßig auf 5 Minuten eingestellt. Wie du siehst, ist das Format der Dauer der meisten Videobearbeitungsprogramme in 4 Gruppen mit jeweils zweistelligen Zahlen eingestellt. Von links nach rechts, die erste Zahl sind die Stunden, dann die Minuten, gefolgt von den Sekunden und schließlich der letzte Wert rechts, das sind die Bilder. Zum Beispiel stellen wir in diesem Projekt 0 Stunden, 15 Minuten und 30 Sekunden ein. Die Auflösung unseres Projektes wird nach der Pixelbreite und Höhe bemessen. Filmora Pro Projekte beginnen standardmäßig mit einer Auflösung von 1920 Pixel Breite mal 1080 Pixel Höhe, da dies der Maßstab für das Standard Full HD Video ist. Du kannst die Auflösung variieren, indem du die Zahl in jedem Kästchen änderst. Wenn du die Breitenskala ändern möchtest, wird sich die Höhenskala automatisch mit ändern, um das Seitenverhältnis beizubehalten. Wenn du die Proportionen deines Videos frei ändern möchtest, kannst du die Schaltfläche Seitenverhältnis beibehalten ausschalten, indem du hier dieses Kettensymbol anklickst. Jetzt, da es dir freisteht, jede von dir gewünschte Auflösung zu wählen, kannst du von einem Smartphone ein vertikales Video oder ein quadratisches Video für Instagram erstellen. Wenn du dir dein Video ansehen möchtest, dann schaust du nicht auf die sich bewegenden Objekte, sondern eher auf eine Bildfolge oder Bilderreihe, die nacheinander mit einer bestimmten Rate gezeigt werden. Dies wird in unserem Kopf zu einer fließenden Bewegung umgesetzt. Die Bildrate ist eine Anzahl von Bildern, die ein Video innerhalb von einer Sekunde zeigt. Die Bildrate sind eine Anzahl von Bildern, die ein Video innerhalb einer Sekunde zeigt. Viele digitale Videokameras zeichnen mit 23,976 und 29,97 Bilder pro Sekunde auf. Das sind Standards und Länder, die das NTSC-System verwenden. 25 und 50 Bilder pro Sekunde werden von Kameras in Ländern verwendet, die PAL einsetzen. Bei den meisten Filmen wird mit 24 Bildern pro Sekunde gearbeitet. Einige Fernsehshows und Kameras arbeiten mit 30 Bildern pro Sekunde, was eine realistische Bewegung wiedergibt, die dem ähnelt, was wir im normalen Leben zu sehen gewohnt sind. Alles, was höher als 30 Bilder pro Sekunde ist, wird hauptsächlich für das Erstellen von Zeitlupe verwendet. Allerdings arbeiten einige Leute, vorwiegend Gamer, mit höheren Bildraten wie 60 Bilder pro Sekunde. Falls du Videos erstellst, um sie in den sozialen Medien oder auf YouTube zu posten, dürften sich die meisten Bildraten gut eignen. Ideal ist aber, die Einstellung dem Filmmaterial anzupassen, das du mit deiner Kamera aufgenommen hast. Filmora Pro wird dich standardmäßig fragen, ob du die Einstellungen deines Filmmaterials anpassen willst, wenn du deinen ersten Clip vom Medienpanel in den Editor ziehst. Du kannst auch das Pixelseitenverhältnis ändern, in den meisten Fällen verwendest du aber einfach die Standard-Quadrat-Pixel-Option. Die Sample-Rate ist die Anzahl der Samples von Audio, die pro Sekunde durchgeführt und in Hertz gemessen werden. Je höher die Sample-Rate, desto besser die Audioqualität. 48.000 Hertz ist Standardrate, die gewöhnlich für das Video verwendet wird.
Wenn du das aber ändern willst, kannst du es hier ändern. Wenn du eine bestimmte Anordnung von Einstellungen haben möchtest, die nicht sofort in den Vorlagen verfügbar sind, kannst du deine eigenen Vorlagen erstellen und speichern. Zum Beispiel sagen wir mal, wir möchten verschiedene vertikale Full-HD-Videos mit 24 Bildern pro Sekunde für soziale Medien erstellen. Um diese Vorlage zu erstellen, deaktiviere die Option des beibehaltenen Seitenverhältnisses, indem du hier dieses Symbol anklickst. Die Auflösung zu 1080 breit und 1920 hoch und die Bildrate auf 24 Bilder pro Sekunde änderst. Nun kannst du die Option Einstellungen als eine Vorlage speichern. Anklicken und dann den Namen deiner neuen Vorlage eingeben. In diesem Beispiel haben wir vertikales Full-HD-Format gewählt. Drücke auf die Eingabetaste und jetzt kannst du dieses Format als Vorlage verwenden, wann immer du es brauchst. Mit der Registerkarte Rendern kannst du einige erweiterte Einstellungen für Farbe und Anti-Aliasing wählen. Wir werden auf das allerdings erst in zukünftigen Tutorials weiter eingehen. Nachdem du nun deine Einstellungen gewählt hast, kannst du die Schaltfläche OK drücken und dann sind wir hiermit fertig. Nun hast du einige Tipps erhalten, wie du dein Projekt mit Filmora Pro starten kannst. Wenn du mehr über das Editieren und Filmora Pro erfahren möchtest, dann sieh dir unsere anderen Tutorials in dieser Reihe an. Video erstellen ohne Limits.